ist wieder alles in Ordnung. Ja. Zeig her. Mama, ich hab gesagt gleich. Wieso macht Papa das eigentlich nicht? Ach, Papa, der kommt doch erst heute Abend wieder. Und ich würde sie nachher gerne auf Tante Rosis Geburtstag tragen. Du weißt doch, wie heilig Omi die Kette war. So. Jetzt ist sie wieder wie neu. Aber ich muss jetzt auch los, weil meine Schicht beginnt. Nein, nein, nicht da rein. Ich will sie gleich ummachen. Komm, hilf mir mal. Okay. Marie, ich muss los. Wenn du mit willst, musst du jetzt kommen. Schön. Tschüss, Mama. Und dann komm, mein Schatz. Dann komm ich bald mal wieder besuchen, ja? Mach ich für Spaß. Also, ich bin fertig. Gut. Dann los geht's. Tschüss, Mama. Ich komm später mit dem Bus wieder, ja? Mhm. Macht's gut, ihr Beine. Und pass mir gut auf meine kleine Marie auf. Ja, Mama. Okay, hast du den Typen auf der Party von immer kennengelernt, oder was? Ja, aber der ist wirklich nett. Und wenn nicht, dann melde ich mich halt nicht mehr oder gehe nicht mal in mein Handy oder so. Du gehst nicht mal ins Handy oder so. Ich denke, ich habe ein Date und seid nicht zum Telefonieren verabredet. Date. Wir trinken einen Kaffee zusammen. Und wenn ich ihn nicht mag, dann treffe ich ihn halt nicht mehr. Ganz einfach. Da vorne kannst du mich rauslassen. Okay, wie du meinst. Weiß Mama davon? Was? Bist du verrückt? Natürlich nicht. Also, danke fürs Mitnehmen. Viel Spaß, pass auf dich auf. Ja, und ich komme dich später vielleicht mal auf Arbeit besuchen. Okay. Okay. Ciao. Tschüss. So, Jungs, zweimal Hamburger mit Krautsalat für mich. Was soll ich machen? Vorne bei dem Diner kannst du mich rauslassen. Hey, komm dann auch mit mir und meinen Kumpels auf eine kleine Tour. Du wirst sie mögen. Nee, ich weiß nicht. Bitte schön. Willst du wirklich schon gehen? Baby, ja, ich will. Und das ist wirklich das letzte Mal, dass ich diesen Satz zu dir sage. Tschüss. Marie, das ist schade. Das ist kein Problem. Ah! Das ist wirklich Aua. Sehr schade. Mann! Thank you.
schon, du alter Facker. Hast du die Alte diesmal richtig um den Finger gewickelt? Ja, Chef, hat alles gut geklappt. Das Baby wollte zwar nicht so richtig, aber ich hab's dann einfach betäubt. Marie? Ich hoffe, die ist nicht so verschrampt wie die letzte. Nee, nee, die ist ganz frisch und hat keine Macken. Das hoffe ich für dich. Herr Karl macht sie gerade Transport. Gut, Vitali kommt in einer Stunde und dann geht's ab mit dem Viehtransport. Heute gibt's ein Fackgeschäft, Fackgeschäft, Fackgeschäft. Und wer lacht denn da zuletzt? Ja, ich lach zuletzt. Schnuckelchen. Das ist eine ganz eine Süße. Ja, das gibt ein Fackgeschäft. Ja, das gibt es. Fuck! Baby! Kommst du dann auf einmal her? Ja, wir verdoppeln unser Geschäft. Oder wie schaut's aus? Jetzt laber nicht rum! Schnapp sie dir! Komm her, Hasi. Ich tu dir nichts. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. So eine Schnüfflerin. Was willst du hier, du Fackgesicht? Chef, was regst du dich so auf? Die ist jung und frisch. Und wunderschön. Die kann Vitali gleich mitnehmen. Johnny Boy. Halt die Fresse! Nimm keine Papiere, nichts für sie. Das macht nur Ärger. Sowas muss geplant sein, ja? Bring die Kleine erstmal hoch auf ein freies Zimmer. Wir dann schon was einfallen. Thank you.
geht's dir doch so gut, Sam. Komm, komm, vermiss dich, ja? Raus hier! Komm, raus!